You win. Live the action. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Meisterschaftsspiel Fortuna Köln gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel endete 1:3. Wir haben begrüßt hier im Südstadion 3.943 Zuschauer. Bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz die Protagonisten vorstellen. André Schubert, der Trainer von Eintracht Braunschweig, zu meiner Rechten von mir aus gesehen. Und links Thomas Kaczmarek, der Trainer von Fortuna Köln. Den Gästen und auch dem heutigen Sieger soll das erste Wort des Tages gehören, oder die ersten Wörter vielmehr. Herr Schubert, bitte Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, danke schön. Ich glaube, wir haben, sind natürlich sehr glücklich darüber, dass wir heute das Spiel gewinnen konnten. Wir haben defensiv in der ersten Halbzeit zwar nicht so wahnsinnig viel zugelassen, insgesamt glaube ich, hat man aber gesehen, dass wir nicht zufrieden waren, so wie wir in die Partie gekommen sind. Wir haben hinten heraus, auch wenn Fortuna natürlich auch hoch angelaufen ist, Druck aufbauen wollte, da müssen wir schon versuchen, auch mutiger hinten raus zu spielen. Aber ich glaube, das wissen wir Trainer, in den Situationen ist es nun mal nicht ganz so einfach, wenn man die Tabellensituation im Auge hat, immer so mutig zu sein. Und meistens ist es dann so, wenn man irgendwie dann ins Spiel kommt, ein Tor als Hintertür oder ähnliches, dann kommt plötzlich immer mehr Mut zustande. Das war ja auch im heutigen Spiel so. Zumindest haben wir es defensiv ordentlich gemacht, wenn auch nicht perfekt, weil wir haben doch die eine oder andere Möglichkeit noch zugelassen. Yasi hat uns in der richtigen Sekunde auch im Spiel gehalten. Es ist manchmal so, dass es auch glückliche Momente in einem Spiel gibt. Wir sind froh, dass wir in der zweiten Halbzeit nach dem Gegentreffer relativ schnell wieder zurückgekommen sind. Das war sicherlich auch wichtig für uns, dass wir nicht so den Glauben verlieren. Das sind wichtige Momente in einem Spiel. Diese wichtigen, kleinen, glücklichen Momente waren in diesen Minuten bei uns. Im Anschluss daran, sage ich es wieder, nach dem Tor gerade, plötzlich kommt wieder ein bisschen mehr Mut rein, plötzlich kommt wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen, man zeigt sich anders. Also die Dinge, die wir schon in der Halbzeit besprochen haben, haben wir schon noch in der zweiten Halbzeit besser umgesetzt, waren wir noch mutiger, aber so Erfolgserlebnisse helfen dann dabei. Und ich glaube, dann aufgrund der zweiten Halbzeit, wo wir dann auch immer häufiger den Weg nach vorne gesucht haben, Fortuna natürlich auch Druck machen musste, haben wir auch nochmal ein, zwei, drei Situationen mehr, wo wir eigentlich noch ein, zwei Tore auch mehr erzielen müssen, weil aufgrund der Kontersituation, die wir spielen, ja nicht 100% klar zu Ende, aber ja, waren dann natürlich Kontersituationen, die entstehen, weil Fortuna auch was tun musste nach vorne, ein bisschen Risiko gegangen ist. So sind wir dann am Ende froh und glücklich darüber, dass wir 3 Punkte geholt haben. Die Fortuna hat auch alles gegeben. Ich glaube, beide Mannschaften ist es nicht leicht. Also es ist jetzt kein heißes Wetter. Aber ich weiß nicht, wie es für deine Jungs war. Ich glaube, es ist für beide Mannschaften, wenn man so aus der Kälte kommt der letzten Wochen, plötzlich 15, 16 Grad hat und Sonne ist, es ist nicht ganz einfach. Und da, glaube ich, haben sich beide Mannschaften nichts geschenkt heute. Und ja, wir sind ja glücklicher Sieger. Der Fortuna natürlich für den Rest der Saison. Alles Gute. Danke. Ja, vielen Dank, André Schubert. Damit kommen wir zu Thomas Kaczmarek. Ihre Einschätzung zum Spiel. Ja, hallo zusammen. Glückwunsch zum Sieg nach Braunschweig. Natürlich für uns in dieser Situation jetzt eine schwierige Niederlage, eine Niederlage, die wehtut. Ich glaube auch aufgrund der Leistung der ersten 65 Minuten. Ich glaube, dass wir in den ersten 65 Minuten sehr, sehr vieles richtig gemacht haben, außer dass uns die letzte Konsequenz in der Box um die Box herum gefehlt hat. Wir haben den Gegner sehr früh angelaufen, wir wollten ihn zu Fehler zwingen, wir wollten ab der ersten Minute hier ein klares Zeichen senden, dass wir unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen, dass wir zu Hause dominant sein wollen, wollten nach dem Sieg gegen Zwickau nachlegen. Ich glaube, das ist uns 65 Minuten lang wirklich gut gelungen. Haben den Gegner kaum in unsere Hälfte gelassen, sehr fokussiert verteidigt. Nicht viele, also kaum etwas, was ich bemängeln kann. Dann geht noch die Einwechslung von Hamdi auf. Er macht sein erstes Saisontor. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, diese Führung ein paar Minuten zu halten, ein paar Minuten länger zu halten, dass wir heute hier sehr nah dran sind oder alles eigentlich dafür gut vorbereitet hatten, um den zweiten Sieg in Folge zu erringen.
Dann haben wir eine Situation, wo wir tick unkonzentriert sind, wo Philipp Hoffmann sehr gut im Rücken von Mo Fritz wegläuft. Eigentlich gewinnt Bonet Uafero ja schon den Zweikampf, sticht nach vorne, ist an dem Ball dran, Ball landet aber beim gegnerischen Achter und er schaltet blitzschnell. Also erste Aktion von Braunschweig, erstes Gegentor, der Lupfer gegen die Sonne, alles halt unglücklich. Das zweite, ja, unglücklich auch dann gut gemacht vom Gegner, muss man einfach anerkennen. Das 2-1 ist ein Tor, was wir nicht kassieren dürfen. Ist eine Standardsituation, die ist recht weit weg. Wir stehen zu tief. So kommt es zu dieser 50-50-Situation, wo Nico nicht weiß, ob der Ball durchrutscht oder ob er ihn köpft. Das müssen wir anders verteidigen. Wir haben da klare Absprachen, darüber bin ich sehr verärgert. Und so machen wir ja aus zwei Fehlern geben wir ein Spiel ab, was wir bis dahin nahezu auf einem guten Niveau gespielt haben, wo wir eine sehr gute Leistung gebracht haben. Ja, und da muss man sagen, hinten raus hat uns sowohl mental, emotional und dann aber auch körperlich die Frische gefehlt, um sich zu wehren. Wir sind in der ersten Phase unfassbar hohes Tempo gegangen, auch bewusst dieses hohe Tempo gegangen. Ich glaube, dass es körperlich gar kein Problem gewesen wäre, diese Führung zu verteidigen. Aber um zuzulegen, da hat uns dann hinten raus gegen Rückstand sich zu wehren die letzte Konzentration gefehlt. Und dann sahen wir auch nicht mehr gut aus, hatten auch kaum noch Chancen, um ins Spiel zurückzukommen. Ja, alles in einem sehr, sehr bittere und gefühlt auch eine unheimlich unnötige Niederlage. Ja, vielen Dank, Thomas Kaczmarek. Damit kommen wir zu Ihren Fragen, Ihre Fragen. Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg. Wir sehen uns wieder am 2. März zum Karnevalsspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vielen Dank fürs Kommen. Guten Heimweg nach Braunschweig. Tschüss, auf Wiedersehen.